Meine lieben Phantasmagoria-Friends. Guten Tag. Wir waren ja letztes Mal in der Küche stehen geblieben, haben mit Harriet gequatscht. War nicht viel zu machen, ne? Und wir fragen jetzt als erstes mal den Innkeeper, weil ich habe jetzt länger nicht gespielt. Ich weiß nicht mehr so genau, was wir alles schon gemacht haben, was nicht. Und das ist mein Vorschlag, so gut, wir quatschen jetzt mal mit dem Innkeeper eine Runde. Mal gucken, was er so zu verkaufen hat. Nahe des Tonzimmers liegt ein weiterer Raum verborgen. Das hatte ich, glaube ich, schon erwähnt. Wir waren im Turmzimmer, den haben wir ja dann in den letzten Folgen irgendwann klar gemacht. Und da war ja noch diese Bretterwand, die wir irgendwie entdeckt hatten. Im Gartenhaus, da waren ganz schreckliche Dinge passiert, liebe Leute. Und ich, gut, wir können das jetzt machen. Ich bin ehrlich, ich weiß nicht, ob ich das will. Aber, Harriet, süße Baby. Harriet? Harriet? Ja. Yeah. Vergessen Sie es. Vergessen Sie es, okay. Right. Okay. Dann. Okay. Ich glaube, den Spiegel hatten wir uns schon angeschaut. Hier hatten wir auch schon alles angeschaut und wir müssen jetzt tatsächlich gehen in die gefährliche Raum. Gut, quatsch mal nicht lange drum rum, Freunde, wir gehen da jetzt mal hoch und gucken mal, der Kabelmann war ja letztes Mal da, beziehungsweise der Telefonmann, ne? Der Telefonmann und wir müssen jetzt mal schauen, wo, wir gucken mal ganz kurz, ob wir bei Dawn reinkommen, ob Dawn irgendwas zu verkaufen hat. Ne, ihr seht, der ist gar nicht mehr aktiv, das bedeutet, ich will aber nochmal ganz kurz hier. Adrian, wer ist diese Frau? Wer ist das? Das ist Harriet. Ich will sie hier nicht sehen. Wirf sie sofort raus. Okay, ich glaube, Harriet ist nicht so gern gesehen. Jetzt will ich nochmal ganz kurz hier in den Spiegel gucken, weil das würde ich ganz gerne. Das muss ich jedes Mal machen, wenn ich anfange zu spielen, um zu sehen, dass da das jetzt nur. Okay, es funkelt nur. Das ist eine gute Sache. Können wir dann noch abbrechen, das ist so, er will Harriet nicht sehen. Habt ihr gesehen, wie gewalttätig und aggressiv der gute Dawn geworden ist? Das ist, ja, das wird es leider noch nicht gewesen sein. Wir gehen jetzt mal hoch, ich glaube, es war oben mit dem Turmzimmer. Ne? Gucken wir mal. Hier war ja das Babyzimmer, wo wir ganz seltsame Dinge erlebt haben. Ne? Und, gut, dann gehen wir jetzt mal hier rein. Ich glaube, bei dem Gemälde waren wir auch schon überall. Ich meine, wir hätten uns alles angeguckt. Wir gehen jetzt da mal rein und... Ja. Jetzt ist das rot geworden, liebe Leute. Das war beim letzten Mal noch nicht rot und... Beim letzten Mal noch nicht rot. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste der Hammer das Stück zum Glück sein. Ob das Glück sein wird, das sei doch sehr stark in Frage gestellt. Aber das leuchtet rot und wenn was rot leuchtet, dann kann man was machen. Das heißt, ihr kennt das Spielchen. Ich klicke da jetzt mal drauf. Auch wenn ich es nicht gerne tue, ehrlich gesagt. Oh, ich glaube, habe ich das abgeklickt? Moment. Das tut mir jetzt leid. Ich habe da irgendwie, glaube ich, die Sequenz abgeklickert. Das ist mein Doppelklickfinger. Ihr wisst, ich habe das schon mal erwähnt. Ne? Ich habe einen Doppelklickfinger, der soll eigentlich nur einmal klicken. Klickt dann aber immer irgendwie zweimal. Egal, sie hätte das jetzt, obwohl... Ne, eigentlich nicht. Ne, eigentlich nicht. Moment, das machen wir nochmal anders, Freunde. So, pass mal auf. Laden. Okay, weil das würde ich ganz gerne, tut mir leid jetzt, Freunde, ne? Aber ich weiß nicht, mein Doppelklickfinger hat da leider irgendwie, das fand ich jetzt nicht gut. So, Moment, hier, Zim, Wumm, wir gehen auch ganz schnell hin, ihr wird sehen, das geht ratzfatz, so, hier einmal hoch. Jetzt sehen wir nochmal die Alien-Szene mit Dawn, ne? Zim, Wumm, Wumm, vielleicht sieht er uns nicht, wenn wir jetzt einfach so vorbeigehen, ne? Ich gehe jetzt einfach mal hin. Okay, passiert auf jeden Adrian, Fall. Adrian, wer ist diese Frau? Wer ist das? Das ist Harriet. Ich will sie hier nicht sehen. Wirf sie sofort raus.
Also spätestens jetzt hätte ich Dorn echt in den Arsch getreten. Also, ne? Okay. Wir haben das mal gesehen, wir gehen jetzt mal hoch und fluppdiwoppdi. So, hier klicken wir auch nochmal ab, dann gehen wir nochmal durch das Zimmer hier, Zim. Komm, schön, wupp, dumm, dumm. Zum. So, ne, weil das möchte ich schon ganz gut, weil ich glaube, sie hämmert jetzt ein bisschen, so ähnlich wie bei dem. So, jetzt muss ich meinen Doppelklickfinger ganz, ganz schwer im Zaum halten. So, pass mal auf. Okay, das haben wir jetzt schon gesehen. Jetzt nehmen wir mal den Hammer nochmal, jetzt werde ich ganz vorsichtig klicken. Hat er nicht genommen? Pass mal auf. Hammer und vorsichtig klicken. Ah. Okay, so langsam kommen wir weiter und das ist ähnlich wie, oh Gott, jetzt ballert hier in mein Zimmer die Sonne total rein, das kann die Einstellung der Facecam ein bisschen verändern, ist aber nicht wirklich schlimm. Ja, sie bricht jetzt auf jeden Fall da ein und die Szene hätten wir komplett verpasst und das wollte ich euch nochmal geben, weil daran erinnerte ich mich noch. Und dumm. Okay, das wollte ich euch auf jeden Fall zeigen, denn haben sie so schön animiert, das wäre eine Schande gewesen, wenn wir das nicht gesehen hätten. Und insofern, ne, gehen wir da jetzt mal, gehen wir rein, Freunde, gehen wir, ich lege den Hammer mal wieder weg, obwohl ich ihn eigentlich viel lieber in der Hand hätte. Und wir gucken jetzt mal, was da auf uns wartet. Oh Mann, ich muss mein Finger echt im Zaum halten. Gut, sie ist jetzt auf jeden Fall reingekommen und jetzt sehen wir hier ein paar Bilder. Hier ist eine Uhr, hier ist noch ein was anderes, da ist eine Truhe. Okay, wir gucken mal erstmal die Bilder. Erstmal ein paar Bilder angucken, das beruhigt wahrscheinlich die Nerven. Hm. Oh Gott, sind das die ganzen Frauen von Kano? Das habe ich, glaube ich, da immer. Das ist wahrscheinlich wieder das Gleiche, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob man die alle einzeln anklicken muss. Da bin ich ehrlich, meine lieben Leute. Aber weil ich echt in diesem Spiel nichts verpassen möchte. Aber es sieht so aus, als wäre da jetzt alles beim Alten. Deswegen skippe ich das mal. Flumdiwumdi. So, aber das hier oben gucken wir uns auch nochmal an. Aber es ist ein das Gleiche. Okay. Ist ein bisschen schade, dass der Cursor da nicht, beziehungsweise der Cursor rot bleibt, aber ist egal. Wir machen mal den hier. Jetzt gucken wir uns mal die Uhr. Uhr. Gucken wir uns mal die Uhr an. Eigentlich mag ich Uhren. Oh. Wieder ein Spiegel, okay. Ja, eben die Hose sitzt tadellos. Kann man nicht meckern? Aha. Gut, dann gucken wir uns mal die. Ach, das ist ein Spiegel, okay. Das heißt, okay, dann gucken wir uns mal die Truhe an, meine lieben Leute. Oh Gott, was ist denn das da für ein Gerät im Hintergrund? Ist? Was ist das? Oh,
aufräumen, das tut mir leid irgendwie. Ich muss da nochmal reingucken. Mein Finger, der spinnt aktuell ein bisschen. So, das möchte ich mir mal ganz kurz angucken. Oh. Oh, das ist eine Waffe. Wir können das ausfahren, das ist eine Waffe. Okay, dann lege ich das mal wieder weg. Was ist das hier noch? Was ist das? Ein Notizbuch? Okay. Komm, Adrian, lies vor. 15. September 1889. Liebes Tagebuch. Liebes Tagebuch. Meine Angst vor Soltan wird ständig größer. Ich fühle das Brennen seiner Augen, wenn er mich beobachtet. Hatte mein kleines Mädchen auch Angst? Hat sie geweint, als er ihr junges Leben auslöschte? Wie konnten ihm die Menschen glauben, dass es ein Unfall war? Es war kein Unfall. Aber, liebes Tagebuch, Soltan war nicht immer so. Ich erinnere mich vor nicht allzu langer Zeit, als er verliebt und lebenslustig war. Er war überglücklich, als Sophia zur Welt kam. Weiß, ich erinnere mich. Aber seit seiner Reise nach Paris im letzten Jahr hat er sich verändert. Irgendetwas ist geschehen. Weiß nicht was. Heute sind mir nur meine Pflanzen geblieben. Den Großteil meiner Zeit verbringe ich in meinem Treibhaus. So weit weg wie möglich von Soltans immer wachsamen Augen. Okay, meine Leute, das war, weil das jetzt sehr leise war, habe ich mal komplett die Fresse gehalten. Ich hoffe, ihr konntet das ein bisschen hören, weil diese Sachen sind teilweise doch echt sehr, sehr leise eingesprochen. Ne? Und gut, ich fasse das mal kurz zusammen. Das war wahrscheinlich die Ehefrau, deren Tod wir im Gewächshaus beobachten mussten. Ne? Und das war dann auch wohl die Mutter des Kindes. Ne? Das Baby haben wir ja auch schon gehört. Und das war dann auch wahrscheinlich die Sängerin, die ja im Schaukelstuhl so schön gesungen hat. Ne? Und die hat Angst vor Soltan und hat auch gesagt von wegen, ne? Er hätte sich verändert. Und wir merken ja auch gerade eine ganz schreckliche Veränderung an Dorn. Ne? Und insofern, ich klicke da nochmal drauf. Das ist auf jeden Fall, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Ich klicke da mal drauf. Aha. Okay, das ist wahrscheinlich das Baby gewesen. Zu glücklich ranstand. Komme ich denn an das Buch auch noch dran? Nee, das hier. Nee, das ist nur das Ding, okay? Lass mal ganz kurz, das immer noch lacht. Das ist alles auch, das ist ganz schrecklich. Okay, das hatten wir schon mal. Dann breche das mal ganz kurz ab. Wuppdiwappdi, dankeschön. So, was haben wir hier? Ist das die gleiche Maschine? Gott, oh Gott, die Leute. Okay. Na gut, in das Schaukelfeld kommen wir nicht rein. Ich möchte jetzt mal ganz kurz den Spiegel testen. Ah, oh, Freunde. Gut, da wird auf jeden Fall später noch was passieren, denke ich mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht schon wieder weggeklickt mit meinem Doppelklickfinger. Ich weiß nicht, warum der heute wieder so widerspenstig ist. Ja gut, wir werden das sehen. So, ein
Ein Kommentar hat auch gesagt, dass das Spiel gar nicht so gruselig findet. Das ist gut für dich. Seid froh, ich finde es sehr gruselig. Und ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht so genau. Und das ist, also für mich hat es auf jeden Fall genug Gruselfaktor. Das ist gerade so im Rahmen des Erträglichen. Aber das Problem ist, es wird echt noch schlimmer. Ne? Es wird also, es werden auch ziemlich brutale Szenen auf uns zukommen. Und ja, ich will jetzt hier nochmal ganz kurz die Bilder anklicken und... da passiert aber nicht viel. Okay, an das kommen wir nicht dran, an das Pferd. Ja, dann gehen wir erstmal raus. Wir werden später nochmal zurückkehren. Okay, jetzt gehen wir nochmal runter. Wir müssen natürlich gucken. Also Dawn hat sich jetzt sehr, sagen wir mal, negativ gegenüber Harriet geäußert, weil er möchte dann doch wahrscheinlich irgendwie... Will ich nochmal ganz kurz gucken hier. Flo, wir kürzen das auch mal ein bisschen ab. Da sitzt der Teddy, das ist mit dem Baby-Dings. Ach, fuck, das war das. Ja, ich habe länger nicht gespielt, verzeiht mir das. Das war jetzt... ich will ganz kurz mal gucken, ob der... Ach, das ist unser Zimmer. Können wir mal ganz kurz hier zum Laptop gehen? Da ist aber, glaube ich, nichts Neues. Nee, da ist nichts Neues. Aber wie gesagt, weil ich jetzt halt echt auch länger nicht gespielt habe, müssen wir ganz kurz schauen. So, schauen. Ob sich da wirklich essentiell, weil es verändert sich halt teilweise, ne, in jedem Bild was. Das hatten wir, glaube ich, gesehen. Ja, da hat sich auf jeden Fall was getan. Ne? Okay, gut, das haben wir aber auch schon gesehen. Brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht wieder. Jetzt gucken wir, die Jacke haben wir uns auch angeguckt. So, dann gehen wir mal wieder raus. Die setzt sich, glaube ich, nur hin. Können wir nochmal ganz kurz... Ach so, das ist, da fragst du, was ist das denn genau? Alright. So, dann mein Vorschlag zur Güte. Wir gehen jetzt mal wieder runter. Ich glaube, im Babyzimmer müssen wir erstmal nichts mehr machen, ne? Oder? Gucken wir mal ganz kurz. Da ist das Baby, ne? Haben wir gerade Lachen gehört irgendwie in dem anderen Zimmer, ne? Okay, der Stuhl steht aber immer noch so, wie er seinerzeit zurückgelassen wurde. Dann gehen wir jetzt mal runter. So, wuppdiwappdi. Okay, wir werden mal die oberen Stockwerke verlassen. Und... Okay. Okay, bei Dawn kommen wir nicht mehr rein. Meine lieben Leute, ich sage erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Doppelklick kriegt das in der nächsten Folge wieder hin. Und ja, wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch einiges auf uns zukommen und das ist nicht wirklich schön. Liebe Leute, in diesem Sinne, na, wenn ihr Rinde vorne haltet, ich war grad, ciao, ciao, sagt euer Spielkind 45. Ich weiß auch nicht, ich habe keine Angst.